So, und damit ein herzliches Willkommen hier bei uns auf dem Kanal, ihr wunderschönen Menschen. Wir haben etwas ganz Tolles rausgekramt. Es ist True Fear Forsaken Souls Part Unos. Und es ist mal wieder ein etwas anderes Horror-Game auf diesem Kanal. Wir versuchen ja ein bisschen so die Palette so breit wie möglich zu fächern. Und ich bin gespannt, wie euch das gefällt. Ich bin gespannt, wie uns das vor allen Dingen gefällt. Und mit uns meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch den Charmanten, den Gutaussehenden, den Einzigartigen, den Sagenumwobenen, Benjamin. Hallöchen. Wunderbar, dass du da bist. Okay, dann würde ich sagen, wir starten das Spiel. Wir starten True Fear. Ja, und wir starten das Spiel. Ihr seht, es geht mal wieder. Möchtest du eine interaktive Ausbildung absolvieren? Es ist, ja, wollen wir das machen, Benny? Ich gehe mal von aus, das ist das Tutorial, oder? Das ist das Tutorial wahrscheinlich. Okay. Ich sag, ja, nein? Was? Ich kenne die Steuerung nicht, aber du bist der Spielende, ich weiß es nicht. Ich sag nein. Okay. Ich sag nein. Du sagst nein. So. Wer gibt mir hier auf den Pinsel? Wer klopft da? Erstmal abschließen. Na, erstmal Kette vormachen hier. Hör mal, ja, kann ja jeder kommen hier. Ach, ist Night Delivery. So, dann machen wir mal auf. Hast du denn auch das Katzenfutter dabei? Ja, und vor allen Dingen muss er mir erstmal das Bett jetzt aufbauen. Aber erstmal muss er das Geld segnen. Wir sind Holy Stonehouse. Das ist ja mein Name, Alter. Das ist ja. Das ist aber. Holy. Okay. Holy moly. Kleine Schwester, es tut mir so leid, dass ich untergetaucht bin und mich nicht bei dir gemeldet habe. Es war für deine eigene Sicherheit. Das ist jetzt die Zeit gekommen, an der ich dir die Wahrheit sagen muss. Über mich, unsere Mutter und vor allem die Dinge über dich. Anbei befindet sich eine Adresse. Bitte mach dich so schnell wie möglich auf den Weg. Ich vermisse dich so sehr. Es tut mir so leid. Bitte hab Verständnis dafür, deine Schwester Heather. Okay. My sister. I didn't hear from her for almost 10 years. We were very close with my sister.
And then shortly after our mother's death, she just disappeared. It was almost 10 years ago, and I have never heard from her again. What could have happened to her? Schön Zweiergolfe fahren, die Alte. Geil. So, okay, wir sind quasi an dieser ominösen Adresse angekommen, wo uns unsere Schwester hin haben will. So, und ihr seht schon, es ist eine Art Wimmelbildspiel. Heather Stonehouse. Was wirklich? Ah, der Name meiner Schwester habe ich nicht gefunden. Mhm. Okay, wir haben ein Manuskript, hier haben wir ein Brecheisen, das wir natürlich mitnehmen. Und das war's. Hier kommen wir zurück. Benni, hast du so ein bisschen Erfahrung mit Wimmelbild-Spielen? Gar nicht. Also wirklich null. Also wirklich, du zeigst mir mal wieder was Neues. Also ein neues Genre, was mir so noch nicht bekannt ist. Tür lässt sich nicht öffnen, eine Teile fehlen. Okay, muss man anscheinend hier so eine Art Puzzle-Rätsel machen. Ich hätte gedacht, dass du gegebenenfalls mit der Brechstange hier die Bretter zumindest wegbautzen könntest. Das könnten wir auch. Cool. Sensationell. Und wir müssen es anscheinend an jedem Brett machen. Das macht er denn nicht automatisch? Scheinbar nicht. Okay, und es ist eine Gesetzmäßigkeit, die ich persönlich nicht verstehe. Dass man in Wimmelbildspielen immer Frauen spielt. Wahrscheinlich, weil die Spiele für Frauen gemacht sind. Und wir jetzt hier, harte Kerle, wie wir sind. Ja. Ah, guck mal, hier sind jetzt Teile. Ach, die müssen wir dann gleich jetzt da an der Mailbox einsetzen, oder was? Richtig, genau. Das könnte nützlich sein. Na, das hoffe ich doch. So, na denn, Friemel Puzzle wartet mal zusammen hier. Was? Oha. Ja, da bin ich. Ach, das wird so ein. Ah, das wird wie so eine Art Wappen. Geh ich jetzt ja, mal wahrscheinlich. So, okay, warte mal, gucken wir nochmal, wo wir hier ankommen. Ist das nah? Ja, wie beim Puzzle heißt es ja mal zuerst die Ecken. Genau, richtig, aber alles ist irgendwie Ecke. Ja. Das macht es nicht einfacher. So, na, wir gucken mal zur Not. Ah, guck mal, das ist richtig. Wenn es blau leuchtet, scheint es gut zu sein. Dann ist aber das, was du als erstes gesetzt hast, noch falsch. Nee, das mag sein. Aber ja, sieht richtig aus hier, oder? Nee, aber ja, pass auf, geh mal weiter. Ja, ja. Ja, das erklärt natürlich so einiges. Das kann natürlich sein, dass das denn nicht hinhaut. So, okay, na, wir gucken einfach mal. Das kriegen wir doch gelöst hier, das Ding. Hör mal. So, wenn du irgendwas siehst, schrei bitte laut, was passen könnte. Das passt. Du bist so eine Hilfe. Ja, aber schau mal, hier. Super. Awesome. Einfach fantastisch, wie du das machst. Ja, das ist sick. Macht das auch mit einer Souveränität. Ha. Okay. So, okay. Wunderbar. Doch hier. Tada! So, okay, dann machen wir den Rübezahl mal rüber. Hm. Dann kommt ihr da rein, oder? Ja. Der kommt da rein. Achso, hier. Ach, den habe ich ja hier. Ach, hier. So! Auszeichnung. Wurde freigeschaltet. Ah. Und die ganze Post ist rausgefallen. Wir haben Post gefunden. Was ist das? Sehr geehrte Frau Stonehouse, wir haben Ihre Anfrage bezüglich der Patientin Dahlia S. erhalten. Gerne möchten wir Sie hiermit zu einem persönlichen Gespräch einladen und all Ihre Fragen beantworten. Wenn Sie nicht in naher Zukunft zu einem Gespräch erscheinen, werden wir Ihnen bald einen Hausbesuch abstatten. Das ist aber auch schön. Mit freundlichen Grüßen, Kurt Schumacher, keine Ahnung, wie der Typ da unten heißt. Und wer ist Dahlia S.? Der Dahlia S.
So, haben wir hier noch irgendwas? Können wir hier noch. Ah, hier müssen wir. Ah, okay. Hier müssen wir noch. Ist da was da drunter? Spinne. Spinne. Schlüssel. It's a key. It's a key. Ah! Wunderbar. Wing. Wir haben einen Schlüssel. Wahrscheinlich diesen Schlüssel. The door is locked. Ja, nicht aber mehr. Aber jetzt nicht mehr. Hinein, lass uns hinein. Okay, ja, das ist. Ist das unsere Schwester gewesen? Ja, hey, so hey, jetzt geht's so sehe ich denn früh aus, wenn ich morgens aufstehe und zum Bad laufe. Wieder was tolle. Auszeichnung freigeschaltet, ein Auge für Details. Ja, aber okay. Warum ist jetzt die Puppe unten rechts hingegangen? Was ist denn. Die ist jetzt in unser Inventar gegangen. Ich glaube, bei Wimmelbild spielen. Bewegt den Kopf! Wenn wir nicht weiterkommen, können wir irgendwann raufdrücken und die gibt uns einen Tipp. Bei Wimmelbild spielen hast du sowas manchmal. Warte mal, warum ist hier eine brennende Kerze? Vielleicht für mich? Ja, dann nimm sie doch. Hast du irgendein Dokument oder irgendwas, wo du was drüber packen kannst? Das ist denn hier mit geheimer Schrift und so, wie man es früher gemacht hat? Mit so Zitrone schreiben oder sowas? Aber haben wir nicht. Nur einen Gartenhandschuh könnte ich rüberpacken. Ich glaube, das ist jetzt nicht der gleiche. Na, sag mal. Okay. Wir gehen mal zum Haus. Wir könnten eintreten, quasi. Ich guck nur, ob wir hier noch nehmen. Da sind überall Puppen am Türrahmen. Ja, das ist, so macht man das hier halt. Sind das etwa Voodoo-Puppen? Ich glaube. Sie war nicht sicher, vor was sie sich schützen wollte. Und die Amulette sind alle sehr vielseitig. Oh, heute wieder einen schönen Witz gelesen. Irgendwie so nach dem Motto, derjenige, der meine Voodoo-Puppe hat, soll bitte aufhören, sich ständig zu füttern. Oh, hoffentlich war das bloß der Wind. So, Tür ist abgeschlossen. Aber der Riegel ist vollgeschoben. Na, dann nehmen wir doch das Brecheisen. Ich sagte, wir nehmen noch das Brecheisen und hauen es durch die Scheibe durch. Ja, so, und jetzt wird wahrscheinlich. Könnte mich verletzen. Ach, jetzt müssen wir den Gartenhandschuh nehmen. Ah, ja, ist er. Hör mal auf da. Was ist das? Warum gehen wir in irgendwelche Häuser rein? Einfach. Da ist ein Lichtschalter. Was? Jawohl. Der macht nichts, oder was? Hallo, ist hier jemand? Ah. Was ist das? Ein Bildfragment. Okay, wir haben ein Bildfragment gefunden. Was ist? Ich habe immer wieder den gleichen Traum gehabt. Eine Art Krankenhaus, überall Blut. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich dort schon einmal war. Dieser Ort sieht sehr bekannt aus, aber ich war noch nie zuvor da. Das macht doch keinen Sinn. Genau wie in meinem Traum. Alles sehr seltsam. Alles sehr seltsam. Zugenagelt. Oh, wo ist denn unser Brecheisen? Das ist kaputt gegangen, weil wir die Scheibe eingeschlagen haben. Nein, was? Keine Ahnung, aber das haben wir seitdem nicht mehr im Inventar. Was ist das? Ein Auge? Was ist das? Augenemblem. Besen ist kaputt, das sei es verrottet. Ach, das ist mein Besen. Das ist Besen, okay. Dieser Ort scheint schon seit Jahren verlassen zu sein. Ja, okay, dann gehen wir mal da hier in die Nische. Geh mal die Treppen hoch, ist doch super. Guck mal hier mit Spinnenweben und so. Was soll? Als erstes sollte ich die Treppe, erstmal die Treppe reparieren. Oh, warte mal, hier glänzt etwas. Was? Wie? Da ist ein Schlüssel. Da ist ein Schlüssel. Den holen wir uns mal. Wohnzimmerschlüssel. Okay, wir können noch nichts weiter jetzt hier machen. Die Musik gefällt mir. Musik jetzt hier. Hallo? Der Fernseher läuft noch. So geil. So, was steht denn hier? Was zum? Na, den würde ich nicht unbedingt anfassen. Okay, was ist das?
Was ist das? Am sichersten wir ist das Glas zu zerbrechen. Na du. Pinsel, okay. Wir haben Pinsel gefunden. Noch mehr Knöpfe. Oh. Ach nee. Ja, ein Sieb haben wir gefunden. So. Ein Sieb. Ja, du hast da rechts hast du noch ein Werkzeug? Nee, unten. Achso. Oh, nee, war hier. Zack. So funktioniert er nicht. Das sah jetzt gerade aus wie ein Gesicht. Oh, es ist ein Gesicht. Oh, ein Hammer. Okay, na dann, Hammer. Das meinte ich zwar nicht mit dem Werkzeug, aber so. Warum denn nicht, Benny? Weil ich das andere meinte, das da rechts. Taschentuch. Das da, ja. Ist das ein Schraubendreher? Ja. Ah, hallo. Ich wette, dass der Schlüssel irgendwo in der Nähe ist. Ja, oh, was haben wir hier? Drei Schrauben müssen wir finden. Weil der Griff nicht richtig dran ist, weil ich sag mal. Ja, gut. Ja, das ist halt so die klassische Wimmelbild-Logik, ne? Ja, vor allem, die Flasche leuchtet hier noch hier. Da macht Glänzi Glänzi. Ah, hier, pass auf. Ah! Ah! Ah, guckst du! Oh, guck mal, da sind die drei Schrauben drin. Ah! Ich wusste es. Ich wusste es. Es sind so viele Scherben, ich traue mich das nicht anzufassen. So, achso, erstmal festschrauben. Und hier ist die Key. Der und den Schlüssel benutzen wir for the lock. Und der ist Sand in Zeit. Und was noch? Lineal. Okay. Lineal. Guck mal, hier haben wir noch eine Latte. Damit, oh, eins von vier. Ja, weil man kommt ja auch in fremde Häuser, um zu sagen, ey, deine Treppe, die ist kaputt, ich repariere sie hier. Die repariere ich dir erstmal, wa? So, okay, hier können wir... Hier fehlen uns wahrscheinlich, die Uhrzeiger. Könnte sich ja mit einem dünnen Gegenstand öffnen. Wow! Patermesser. Du kleiner Ganove. Das hast du schon öfter mal gemacht, ne? Hier so... Eine Schränke. Aber das ist doch von Ghostbusters, oder? Was? Diese Ding, Ding. Oder? Hör mal hin. Die Melodie meinst du, oder was? Ja, die Melodie. Melodie? Nee, nicht anfassen. Bitte. Dem Anschein wohnt die Heilanstalt vor. Achso, dem Anschein wurde die Heilanstalt vor Jahren geschlossen. Aber wer beantwortet dann meine Briefe? Sie haben mir unzählige Einladungen geschickt. So, ihr Lieben. Also, wenn ihr der Meinung seid, dass das auch von Ghostbusters ist, was nur von Ghostbusters sein kann, schreibt es mir in die Kommentare. Was ist das hier? Auszeichnung wurde freigeschaltet. Der Sammler, Briefträger. Er arbeitete bei einem lokalen Unternehmen. Wenn man dort anruft, dann stellen sie die Post und gehen zu. Warum hat Heather mir den Brief als Eilpost geschickt und nicht einfach angerufen? Meine Telefonnummer steht doch im Telefonbuch. Sie hätte sie ganz einfach finden können. Wenn es wirklich dringend war und sie Probleme hatte, warum ist sie dann nicht selbst zu mir gekommen? Und wenn der Brief heute Abend versendet wurde, warum sieht dieser Ort aus, als wäre er schon seit Jahrzehnten verlassen? Ja, Fragen über Fragen. So, wie können wir denn jetzt, können wir den Hammer irgendwie rauskloppen? Oh, guck mal, wir haben eine Sicherung neu gefunden. Ich gehe mal davon aus, du musst wahrscheinlich erst den Strom abstellen, dann mit der Sicherung mit der neuen eventuell wieder einschalten. Wäre jetzt so eine Idee. Aber ich weiß nicht, wo du ihn abstellst. Aber konntest du gerade auf die Couch hin, weil du hast ein Cuttermesser. Oh, was? Jetzt gehst du mal die Couch zerschneiden, oder was? Ja, du, da war doch gerade, war da nicht gerade irgendwas mit... Da war doch gerade noch irgendwas, was... Ja. Ganz schön dreckig, auf keinen Fall in den letzten Jahren geliebt. Achso, schau. Ich hätte jetzt gedacht, nee. dass sich da irgendwas noch versteckt oder so. Dahinter oder da drunter oder da drinnen. Leider nicht. Wen mal in die Küche.
Oh, die Karte. Wir haben eine Karte. Auf der Karte kannst du deinen momentanen Standort sehen und schnell zu anderen Standorten reisen. Ah, okay, cool. Nice. Ah, okay. Alles klar, dann könnte man jetzt einfach sagen, hier, ich gehe jetzt hier hin und drück dann auf und dann ist man denn da, oder was? Ja, ach cool, schön. Das ist ja nicht schlecht, das kürzt ja ungemein ab. Oh, schön, Licht. Oh, schön, kein Licht. Oh, aber wenn wir jetzt keinen Strom mehr haben, dann dürften wir jetzt den Hammer aus dem Fernseher kriegen. Oh, Benny, du bist einfach ein cleveres Kerlchen. Oder auch nicht. Denn der läuft über Akku. Was ist das für eine Scheiße? Okay. Oh, schade. Dann gucken wir mal in die Sicherung rein. Oh, aber wir haben ja eine da. Ach, was ist das denn jetzt hier wieder? So ein Ein- und Ausschalter-Spiel? Kommt mir alles sehr bekannt vor. Die Sounds kommen mir alle sehr bekannt vor. So, es werde Licht. Und hier haben wir auch Latte Nummer 2. Ja. Oh, der Abi, guck mal bitte. Dark Falls Asylum. You are now being connected to the next available representative. Please hold. So sad you didn't come see us. I guess we'll have to come see you now. Das ist doch mal ein geiler Anrufbeantworterspruch. Geil. Das muss man sich mal merken. Gott. Oh wei. Oh! Achso, das sind ja wir. Also ich sag mal, wir sollten nicht die Schlösser... Da bewegt sich das. Da. Was? Die Klinke hat sich gerade noch bewegt. Die macht da mal so... Aber da kommt keiner durch. Die Flecken lassen mein Blut in den Adern gefrieren. Alter, ist der Breit hier vermüllt. Ein Bleistift, können wir den nehmen? Ja! Eine bizarre Truhe. Ein Arm scheint jedoch zu fehlen. Okay. Ich habe es gelesen. Nette Geschichte. Leider viel zu kurz. Kannst du den Zettel da aus dem Buch nehmen? Nee, schade. Okay. Da sind wir. Oh, Löffelchen ist hier schön besteckt. Oh nee, du kannst jetzt hier auch selbst bei solchen Spielen kannst du selbst alle Dinger öffnen? Ja, scheint so. Oh, ist ja mal. Oh, Gummihandschuhe. Gummihandschuhe sind sehr gut gegen Strom. Da unten. Brett Nummer 3. Brett. Oh, der Ofen? Brett the Hitman Hart. Was ist jetzt hier? Also, du hast nur eine Schublade da oben? Die du noch nicht geöffnet hast? Nee. Die andere. Hattest du die andere schon geöffnet? Da war ich, bin ich da mal schon dran gewesen. Weil die so. Genau, weil die hat so geleuchtet. Da war ja. Und das Pinokelchen hier drin. Schnell. Okay. Also ich denke bei der Musik verrostet. Ah, der Klassiker. Holy Heather. Das ist mein Name. Aber wer ist Dahlia? Messer? Oh, so eine Eierpackung irgendwie jahrzehntelang. Schön. Oh, jawohl. Oh, Schwarzlichtlampe, schön. Alter, ich dachte, das wäre jetzt hier so ein Jahrhundertei, was doch in Japan immer gerne gegessen wird oder so. Tausendjährige Eier? Ja, genau. Oh. Okay, hier müssten wir irgendwie die Spinnenweben wegmachen mit irgendwas. Und wir haben nichts. Aber tatsächlich, ich würde mal kurz das mit dem Hammer probieren, was du sagtest.
Das könnte vielversprechend sein. Benny, du Genie! Du bist ein Genie! Oh, schön, wir sind uns selbst.